Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Narcissi Box von Fahrt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Narcissi von Fahrt, das Ganze am 28. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 7. Album von Fahrt. Wir haben hier eine Box im Querformat. Als allererstes werden wir wie immer die Folie aufmachen, die Folie abschneiden, aufschneiden, wie auch immer. Und dann schauen wir uns die Box an. So. Also, wir haben hier eine Box im klassischen Format, allerdings eben quer gestaltet. Sieht so aus wie so eine alte Truhe, wie so eine Schatztruhe fast schon. Narcissi-Schriftzug hier dick in der Mitte, dann in den Ecken jeweils diese Elemente, die so aussehen wie so Metallecken, und hier dann entsprechend der Verschluss der Kiste mit Schlüsselloch. Auf der linken Seite und an den Seiten sieht das hier so aus. Hier hinten auch nochmal Narcissi-Schriftzug und hier nochmal etwas verworrener die Schrift. Auf der Rückseite, die ist spannenderweise im Hochformat, lesen wir auch wieder Narcissi. Dann die Beteiligten, ein Barcode und natürlich die Logos. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Als erstes haben wir hier mit dabei ein Shirt. Dann haben wir eine Bauchtasche, wie es aussieht. Das Album an sich, Narcissi. Dann das Bonusalbum, Blut, Schweiß, Tränen und Triumphe. Und Poster. Nicht eins, nicht zwei, nicht 3, nicht 4, nicht 5, 6 Poster, also das ist echt eine Menge, 6 Poster, und von innen das Ganze in Weiß. Ja, die Box ist leer, packen wir zur Seite, und wir haben hier noch diverse Sachen in Folie. Schauen wir uns gleich mal an. So, also einmal natürlich die Bauchtasche. Und natürlich die beiden Alben. Das obere Album, Blut, Schweiß, Tränen und Triumphe, das kommt dem ein oder anderen Fahrtfan eventuell bekannt vor. Sollte es auch. Denn es ist schon ziemlich alt. Es ist schon sehr lange her. Da ist dieses Album erschienen. Ich habe sogar das Original bei mir im Regal stehen. Und dieses hat jetzt mit dieser Box eine Re-Edition, ein Re-Release bekommen. Was mich freut, ist, dass man das Cover etwas abgewandelt hat. Also es ist nicht das originale Cover von damals. Somit lassen die sich auf den ersten Blick gut unterscheiden. Das Original und das Re-Release. Ich glaube, das Original war damals auch auf 500 Stück limitiert. Und jetzt hat man das auch nochmal hier in dieser Re-Edition. Gut, dann würde ich sagen, starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Narcissi. Wir haben hier den Interpreten in, meiner Meinung nach, GTA-Stil. Also sieht echt aus wie so ein Titelbild von GTA 5. Robot Elite Presents. Hier noch der Fahrtschriftzug rechts. Dann hier Narcissi in der Mitte. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Auf der Seite Fahrt Narcissi und auf der Rückseite natürlich die Tracklist. 21 Tracks. Das ist eine Menge, also 18 plus 3, so ist das hier aufgeteilt. Gerade in der heutigen Zeit echt eine Ansage. Wir haben Features mit dabei, 3 Stück, und zwar einmal hier PA Sports, Kollega und Asche. Dann gibt es auch noch 2 Gesangsfeatures meines Wissens von Semine, aber die sind hier nicht erwähnt bei der Tracklist. So, hier wieder die Logos, die Labels, alles klar. So, dann schauen wir rein. Hier geht das Ganze los und wir starten immer mit dem Booklet. Gar nicht so einfach, aber jetzt so. So, hier geht's los. Fahrt in bester Wüstenkrieger-Manier. Also sieht tatsächlich aus wie so ein alter Krieger hier. Dann haben wir hier die einzelnen Tracks mit der Info, wer das geschrieben hat und wer das Ganze produziert hat.
mit dem Beat beigesteuert hat. Dann einzelne Fotos, einzelne Artworks sogar. Gab es ja auch eine Auskopplung, Videoauskopplung zu dem Track hier, Dogo Argentino. Weitere Tracks und natürlich weiteres Artwork. So sieht das aus. Cuts von DJ Upset. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Artwork und zum Layout. Also alles, was wir hier irgendwie grafisch sehen, wurde von Moors gemacht. Ja, was mir jetzt etwas fehlt, sind so die Credits zum Album, so Mixing, Mastering, Recording etc. Aber ja, die sind hier nicht erwähnt. Für alle meine Haboobs, das Street-Album Narcisi, passt auf euch und eure Liebsten auf. Bis bald, euer F. Narcisi vom Stamm der Narcisis. So, dann kommen wir zur Album-CD. Die ist auch hier wieder in dieser GTA-Optik gehalten. So sieht das aus. Und die CD ist schwarz eingefärbt. Das gefällt mir richtig gut. Hier nochmal Schriften all over. Und wir machen direkt weiter mit der nächsten CD, mit dem nächsten Album. Und zwar Blut, Schweiß, Tränen und Triumphe. Es war das erste Album von Fahrt, das ich damals gehört habe oder generell, wie ich auf ihn aufmerksam wurde damals. Und ja, ist auf jeden Fall historisch, Nostalgie pur das Teil. Kommt ja auch wieder in einem Toolcase. Und wir haben hier 18 Tracks. Jede Menge Features sind mit drauf aus der guten alten Zeit, also unter anderem hier von Battles noch Greg Pipe, Aida, Snagger und Pillard oder Mahmoud. Ja, dahinter auch nochmal die Produzenten. Hoffe, man kann sie halbwegs lesen, jawohl. Dann schauen wir rein. Diese Re-Edition, dieses Re-Release gibt es auch wirklich nur in der Box. Also das kann man nicht irgendwo separat nochmal kaufen. Das ist wirklich nur in der Box erhältlich. Das ist das Booklet, nur so ein dünner Einleger. Blut, Schweiß, Tränen und Triumphe. So, jetzt würde mich interessieren. Ja, genau. Ich glaube, das hat man so wie damals belassen, den Text. Gut, das soweit zu diesem Album. Dann haben wir natürlich auch noch die Album-CD. Die sieht so aus. Und ansonsten hier in Schwarz. So, das war's mit der Musik. Als nächstes kommen wir zu der Bauchtasche. Die kommt hier in Schwarz. Hier vorne einmal der Aufdruck hier so, Weinrot. Nochmal hier dieser Narcisi-Schriftzug mit den ganz verschlungenen Buchstaben. Hier oben dann nochmal die Unterschrift. Die Reißverschlüsse sind hier entsprechend noch abgeklebt. Schauen wir mal, ob wir die innen wieder aufreißen können. Gut, ich glaube, wir probieren es nochmal kurz mit dem Messer. So, besser. Einmal und zweimal. Ich gehe mal davon aus, dass die beiden Schlüsselanhänger ident sind von der Optik. Genau. So, also wir haben hier eine klassische schwarze Bauchtasche. Die Reißverschlüsse sind ja auch nochmal veredelt mit diesem F. Das ist hier sogar entsprechend fühlbar, also hier so geprägt, sowohl Vorder- als auch Rückseite. Ansonsten hier alles in Schwarz. Wir haben hier zwei Taschen, eine oben und eine hier vorne. Schauen wir mal kurz rein. Von innen dunkelgrau, aber hier sind dann keine separaten Taschen mehr oder irgendwas. Hier ist noch so ein kleines Beutelchen, okay. Und ja, das Ganze kommt natürlich mit einem Verschluss, mit so einer Plastikschließe, bedeutet, das kann man dann entsprechend in der Größe anpassen und dann je nachdem um die Hüfte, um den Bauch, um die Schulter, um die Brust, wie auch immer, tragen. Gut, nächster Inhalt ist ein Shirt. Und zwar auch dieses in Schwarz. So, hier lesen wir nicht den Albumtitel, sondern wir lesen hier das von Fahrt so oft verwendete Haboobs. Darunter nochmal die Unterschrift auf den Ärmeln. Haben wir hier so im Schulter-Oberarmbereich jeweils einen weißen Stern, einmal links, einmal rechts. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, auch hier wieder Haboobs, dann die Unterschrift und nochmal der Narcisi-Schriftzug. So, bei diesem Shirt haben wir es zu tun, okay gut, das wurde hier rausgetrennt, mit einem Narcisi One Size.
Und bei diesem Shirt, ja, hier unten hat den Zettel scheinbar auch rausgetrennt. Gut, da kann ich euch dann wenig drüber erzählen, aber ich gehe mal stark davon aus, 100% Baumwolle. Und ja, wo das Ganze hergestellt wurde, das kann ich leider nicht sagen. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Und als letzten Boxinhalt haben wir die Poster. Wie gesagt, es sind ja echt eine Menge. Ich glaube, so viele Poster habe ich noch nie in einer Box gesehen. So, Poster Nummer 1. Alle Poster übrigens einseitig bedruckt. So, Poster Nummer 1 ist dieses hier. Das kennen wir schon. Also das Foto, dieses Artwork kennen wir schon aus dem Booklet. So sieht das aus. Also tatsächlich wie so ein Filmplakat in der Hauptrolle Fahrt. Festival Favorit. Festival Favorite Cinema Diverse. Festival. Okay. Oder Festival Diverse. Ja, also das Ganze hier so auf Kino. Dann haben wir ein zweites Poster. Das ist dieses hier. Das Cover von Dogo Argentino. Sieht so aus in weiß und schwarz. Oben lesen wir dann noch Ruhrpott Elite Presents. Poster Nummer 3. Okay, gut. Nochmal Dogo Argentino. Spannend. Dann haben wir Poster Nummer 4. Das ist dieses hier. Narcisi im Beduinenstil. Wieder dieser Wüstenkrieger. So, das nächste Poster ist einmal hier Fahrt mit den Haifischen. Oh, die haben sich selbst schon ziemlich gut zerfleischt hier, die weißen Haie. Und das letzte Poster, Poster Nummer 6, ist dann dieses hier. Fahrt hier mit Tupac und Biggie am Spieltisch. Ja, warum man auch immer hier noch Werbung für Nescafé macht, das ist mir nicht so klar. Aber gut, jeder wie er will. So, also 1, 2 im Querformat, 1 im Hochformat. Ich gehe fast davon aus, dass das hier ein Fehler war. Ich glaube, das hätte nur einmal drin sein sollen. Somit habe ich 1 zu viel. Also regulär, glaube ich, 5 Poster. Davon sind 3 im Hochformat und 2 im Querformat. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Poster, 5 Stück. Wie gesagt, bei mir waren es 6 Stück, aber ich glaube, es sollten eigentlich nur 5 sein. Dann haben wir das Shirt, One Size in Schwarz. Die Umhängetasche, diese Bauchtasche hier, ebenfalls in Schwarz. Das Bonusalbum, Blut, Schweiß, Tränen und Triumphe, das quasi Street-Album, das Debüt damals von Fahrt mit 18 Tracks. Und natürlich das Album an sich, Narcisi, mit 21 Tracks. Damit kommen wir dann auf insgesamt 39. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box. Narcisi von Fahrt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fahrt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.